Move your body lautet das heutige Motto unseres Fitbook Move Jams. Ich kann euch sagen, das lohnt sich, dass ihr heute mit dabei seid. Zwei richtig krasse Trainings warten natürlich mit der wunderschönsten Fitnesstrainerin, die man sich je wünschen kann, mit Fernanda Brandau und mit einem Mann, auf den freue ich mich persönlich ganz besonders. Er ist der fitteste Mann Ü40 aus dem vergangenen Jahr in Deutschland, der Crossfitter Schage Butt. Mal schauen, was der für Skills so drauf hat. Und dann beantworten wir noch Fragen rund um das Thema Fitness und Ernährung natürlich und das Ganze mit der Personal Trainerin Luise Walter. Und jetzt keine Zeit verlieren. Ich hoffe, ihr habt die Sportklamotten schon an, das Handtuch schon bereit, die Sportmatte ausgerollt und die Flasche Wasser mit am Start. Denn es geht jetzt los. Komm, 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 komm. Los geht's. Ah, na guapa. Ja! Und Fernanda ist wieder heute bei uns. Fernanda Brandau, schön, dass du uns auch heute wieder trainierst. Sag mir, viele von uns müssen tatsächlich den Schweinehund immer besiegen. Ich auch. Jedes Mal. Ist das so? Ja, ja. Ich bin ein ganz Und wie bekämpfst du den? Also mal hat man so Tage, boah, da geht man zum Training und alles läuft total easy und mal steht man morgens auf und denkt, nee, kein Bock. Was machst du dann? Ich versuche mich trotzdem zu überwinden, das zu machen. Es gelingt nicht immer. Es gibt auch Tage, wo es okay ist, zu sagen, heute mache ich mal nichts. Ich mache einen Ruhetag, einen Pausetag. Oder ich lese ein gutes Buch, um auf neue Gedanken zu kommen, um mich besser zu fühlen. Dann ist man automatisch motivierter und zuversichtlicher so dem Leben gegenüber. Was natürlich auch hilft, wenn man jetzt einfach nur faul ist, ist so, zieh schon mal dein Outfit an. Und dann kommst du dir viel zu blöd vor, wenn du auf der Couch damit sitzt. Dann musst du ins Gym oder du musst rauslaufen, weil damit Chips essen auf der Couch. Also nicht nur ein Foto für Insta, ne? Ja, genau. Ja, die Motivation, die eigene Motivation zu kriegen, am Ball zu bleiben, es ist eine geistige Stärke. Und wir merken ja auch immer wieder, selbst Profisportler, selbst Leute, die eigentlich die personifizierte Disziplin sind, haben auch Tage, wo es halt nicht läuft, wo sie dann auch gerne, deswegen ist die Gemeinschaft auch so wichtig, weil manchmal, vielleicht habe ich mal einen Tag, wo ich so ein bisschen durchhänge, aber anders total motiviert, das färbt ab. Und deswegen ist es wichtig, nehmt die Leute mit auf eure Reise, wenn ihr gerade echt einen tollen Tag habt, egal ob es jetzt Sport ist oder einfach im Leben, ihr fühlt euch gut, ihr strahlt, strahlt die Leute an, lasst sie auch scheinen, weil es wird einen Tag geben, wo ihr vielleicht nicht so doll scheint und jemand scheint mit euch. Das ist doch toll, dass selbst Fernanda mal den Schweinehund besiegen muss. Und du hast die Gemeinschaft schon angesprochen. Ja. Wir wollen heute wieder gemeinsam natürlich mit Fernanda trainieren. Wie ist das für dich, wenn du auf der Fläche bist? Heute sind ja nur wenige Profis mit dir dabei, die hier zusammen trainieren. Gibt dir das als Trainerin eigentlich immer noch mal was, wenn da viele Leute gleichzeitig mitmachen, weil du gerade die Gemeinschaft auch angesprochen hast? Ja, absolut. Weil ich finde, wenn man zusammen schwitzt, hat man zusammen etwas ganz Ehrliches erlebt. Wenn man zusammen Sport treibt, das ist, es gibt nichts Verbindenderes. Man schüttelt gemeinsam Endorphine aus, man leidet zusammen, man atmet in den Schmerz gemeinsam, man transformiert. Darum geht es ja. Und ich sage ja, Sport ist ja so ein Katalysator, weil wenn es dir schlecht geht vorher und du es trotzdem schaffst, trotz Schweinehund zum Sport zu gehen, dir geht es danach gut. Du fühlst dich danach besser, du hast was getan, du bist stolz auf dich und du denkst, okay, jetzt kann ich auch eine Pizza essen. Nein. Nein, aber wir müssen so aus diesem Bestrafungsmechanismus rauskommen. Sport ist keine Bestrafung. Sport ist wirklich Vitalität, etwas, das dir hilft, gesund zu bleiben in deinem Haus, in deinem Körper. Was bringt dir das, wenn du total agilen Geist hast in so einem alten Haus? Erleben wir oft bei so super intellektuellen Leuten, die wissen so viel, die sind top, sind so alt, können sich gar nicht mehr bewegen oder sind übergewichtig, haben gesundheitliche Beschwerden dadurch. Ich finde, jeder soll das wiegen, was er für gut hält. Viele Muskeln, wenig Muskeln, viel Fett, wenig Fett. Ist mir wurscht, ich liebe alle Leute. Aber wenn es die Gesundheit betrifft, dann sagt der Körper, hallo, das allerhöchste Eisenbahn, hier was zu ändern. Und leider leben wir alle in diesem Limit. Allein in meinem Freundeskreis, so viele Menschen, die arbeiten, Herzprobleme, Nierenprobleme, ernähren sich schlecht, bewegen sich nicht, haben nur Stress. Das ist leider der Alltag heutzutage. Und deswegen müssen wir uns immer wieder daran erinnern, Mensch zu bleiben, natürlich zu bleiben und auch mal runterzukommen. Und Sport zu machen. Ich glaube, einen besseren Aufruf, sich jetzt zu bewegen und zu aktivieren, gibt es, glaube ich, nicht. Fernanda, ich freue mich, dass wir mit dir jetzt gemeinsam den Schweinehund besiegen. Los geht's. So ist es. Dankeschön. Ja, da ich ja die Gemeinschaft so sehr liebe, darf ich noch einmal mit euch gemeinsam trainieren. Bitte kommt auf die Fläche. Dani, Franzi und José. Ich würde so gerne mit euch reden. Fühlt ihr euch gut? Fit, motiviert? Ach, sehr schön.
Inzwischen kennt ihr Roots. Roots ist eine Verbindung aus Yoga, Pilates, Meditation. Und es geht immer wieder darum, die Verbindung zum Körper zu schaffen, damit wir den Körper besser lesen, damit wir lernen, im Einklang mit ihm zu sein, in jede Lebenslage. Apropos Lebenslage, wir fangen auf der Rückenlage an. Ist es nicht fantastisch? Mit einem Shavasana, sehr untypisch eigentlich. Jeder, der Yoga macht, weiß es. Das ist die letzte Position, der letzte Asana. Aber wir fangen heute mal andersrum an, nämlich mit der Entspannung zuerst. Lasst eure Füße nach außen fallen. Die Arme sind neben dem Körper, leicht nach außen gestreckt. Handflächen zeigen zur Decke. Atme tief durch die Nase ein und aus. Wenn du jetzt gerade so eine innere Unruhe spürst und sagst, Mensch, eigentlich will ich trainieren 40 Minuten, wieso liege ich hier gerade? Dann ist es genau richtig, dass gerade du liegst. Weil es geht darum, deinen Geist runterzufahren. Nicht tausend Gedanken zu haben. Einfach mal anzukommen. Spüre, wie die Energie durch deine Fußsohlen in deinen Körper hineinfließt, durch deinen ganzen Körper schwingt, aus deinen Handflächen wieder raustritt. Fühle hinein in diesen Stromkreis. Spüre, wie dein Körper sich entspannt, wie er loslässt, wie er widerstandslos wird. Dein Körper ist so ein perfektes Apparat, das 24 Stunden am Tag, jeden Tag nur für dich arbeitet. Dieses sehr intelligente, komplexes Apparat. Bedank dich bei deinem Körper dafür. Wir atmen ein, ziehen die Knie zur Brust, machen uns ganz klein wie ein Ball und schaukeln von links nach rechts. Auch wenn du dich selbst umarmst, tu es wirklich mit einer Intention, mit Liebe für dich selbst. Wir vergessen oft uns selbst auch mal in den Arm zu nehmen. Wir sind unsere besten Freunde. Und lösen. Nun nimm deine Knie etwas weiter auseinander und zieh sie zu deiner Brust heran. Sehr schön macht ihr das. Atme weiterhin durch die Nase ein und aus. Wenn so ein kleines Geräusch dabei entsteht, wie so ein Rauschen, ein bisschen kennt man das, bevor man einschläft, macht man auch solche Geräusche. Es ist sehr gut, weil du entspannst. Greife jetzt deine Füße von außen. Greife die Außenkante deiner Füße und bringe deine Fußsohlen nach oben. Diese Position heißt Happy Baby. Jeder, der schon mal gesehen hat, Babys machen gerne sowas, vor allem wenn sie gewickelt werden. Wir können schaukeln von links nach rechts. Und jeder, der zu Hause denkt, Mensch, war peinlich, so eine Happy Baby Pose zu machen. Mach es alleine zu Hause, das ist super für deinen unteren Rücken. Wenn du Probleme hast mit der Bandscheibe oder wenn du zum Beispiel bei Bauchübungen bekommst, kannst du immer wieder in diese Position kommen. Sehr schön. Und wir setzen die Füße ab. Stell sie auf, Beine sind angewinkelt. Du nimmst deine Arme über deinen Kopf. Jetzt gehen wir in die Pilates-Atmung. Wir atmen ein durch die Nase, aus durch den Mund und werden ganz fest in unserem Bauch und ziehen uns so nach oben ohne Schwung. Genau, platziert die Füße leicht da vorne bis hier. Einatmen,
ausatmen, Luft rauslassen, Bauch festmachen und jetzt kippst du die Hüfte und gehst zurück, Wirbel für Wirbel. Ich will, dass ihr euren Rücken auseinanderzieht, wie eine Kette, wo jedes einzelne Glied gedehnt wird. Einatmen, ausatmen, Powerhouse aktivieren. Hier ist dein festester Moment und dann mit Kraft von der Mitte verankert die Füße auf der Matte und hochziehen. Und ausatmen. Ganz kontrolliert rund werden. Zuerst im Becken, dann in der Mitte. Yes, super macht ihr das. Du auch daheim? Das will ich hoffen. Noch einmal einatmen. Atme aus, aktiviere dein Powerhouse. Und jetzt mit Power aus der Mitte. Von der Mitte zur... Zack, 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 heißt es doch, ne? Ein letztes Mal einatmen. Und aus. Mit Power, mit Geduld. Als würdet ihr die langweiligste, langsamste Stunde der Welt machen. Langsam bedeutet Kontrolle. Bewusst. Jawohl. Und weil es so schön ist, lassen wir unsere Beine doch einfach mal gestreckt und machen das gleiche Spiel. Wenn wir nach oben kommen, ziehen wir unsere Knie zur Brust. Wie schaut das Ganze aus? Ich atme hier ein. Ausatmen, Powerhouse aktivieren. Zieh dich nach oben. Zieh dich nach oben, zieh dich nach oben. Lass die Beine doch lieber lang. Hoch und vor. Einatmen. Lang nach oben. Und wieder das gleiche Spiel. Ausatmen. Kraft in die Mitte. Bauchnabel geht zum Rücken. Und du legst dich ganz kontrolliert, ganz bewusst ab. Einatmen. Ausatmen, Mitte fest. Und jetzt hochkommen, ohne Schwung. Schultern schön weit auseinander. Nicht die Ohren berühren. Genieß hier unten auch die Dehnung. Ihr könnt auch die Füße flexen, um einen anderen Anspruch zu setzen an der Dehnung. Und wir atmen ein, kommen hoch, zweimal noch das Ganze. Und ausatmen, stark werden in der Mitte und langsam nachgeben. Arme über den Kopf. Ein letztes Mal, komm zu Hause, du schaffst es auch. Einatmen, ausatmen und komme nach oben und zieh dich vor. Yes! Sehr schön. Zieh dich lang nach oben und rolle ab. Lege dich auf deinem Rücken. Wir werden Folgendes machen. Wir werden liegen und unsere Beine im 90-Grad-Winkel hier halten und immer mit Arm und Bein arbeiten in verschiedenen Positionen. Okay? Als allererstes platziert die Arme neben euren Körper. Atmet ein durch die Nase. Aus durch den Mund. Klebe den unteren Rücken an der Matte. Ich will, dass da kein Blatt passt, kein Luftzug, nichts. Beine nach oben. 90 Grad Winkel. Nicht weiter ranziehen. Okay? Wir atmen ein und bringen den Oberkörper hoch. Und atmen aus. Körper festhalten. Und jetzt nur die Beine. Tipp und hoch. Und tipp und hoch. In der Ruhe liegt die Kraft. So heißt diese Stunde heute auch. Warum bringen wir den Oberkörper nach oben? Weil, wenn wir ihn unten lassen, ist die Tendenz, dass man hier im unteren Rücken weich wird, dass man den Bauch nicht genug anspannt, ins Hohlkreuz gerät. Und das wollen wir nicht. Gebt mir noch 4. Könnt auch euren Hals entspannen, ne? 3, 2. Und der letzte. Und bleib hier oben und posiere nur mit den Armen. Puls, Puls, Puls. Können wir noch schneller? Das sind die Hundreds, eine der schönsten Pilates-Übungen ever. Wenn ihr das richtig, richtig doll macht, habt ihr hier fast so eine physikalische Kraft. Spürt ihr das? So diesen Luftzug. Toll. Ich meine, in dieser Position sehen wir uns so schnell nicht wieder. Komm mal, 4, 3, atme nicht vergessen, 2,
Der Letzte, so wie unser Challenge-Freund, so müssen wir atmen. Und lösen, entspannt euch für einen Augenblick. Macht euch ganz lang. Relaxen. Das ist auch eine wichtige Sache, zwischen den Anspannungsmomenten auch zu entspannen. Wir laufen viel zu angespannt durchs ganze Leben. Das ist nicht natürlich. Wir haben Stressphasen, wir haben Erholungsphasen. Die müssen wir uns nehmen. Einatmen durch die Nase. Ausatmen, Powerhouse aktivieren. Bring deine Beinchen wieder nach oben im 90-Grad-Winkel und deine Arme über deinen Kopf. Und du wirst ein Arm und ein Bein strecken. Und wieder nach oben bringen. Ein Arm und ein Bein strecken. Und es ist bewusst, kein Gegenarm, damit wir aus der Balance kommen. Und wirklich mit unserem Bauch diese Spannung halten müssen. Einatmen und ausatmen. Einatmen. Zweimal noch. Aus. Ein letztes Mal. Macht euch ganz klein wie ein Ball. Entspannt den Bauch. Viele Menschen fragen mich, wie kriege ich ein Sixpack? Ich mache so viele Bauchübungen, aber ich habe immer noch kein Sixpack. Macht Ganzkörperübungen. Macht Übungen, die genug Fett verbrennen, die aber den ganzen Körper anregen, Muskeln aufzubauen. Und diese kleinen, fiesen Übungen, die wir gerade hier machen, die relativ unspektakulär sind beim Zugucken, die haben es in sich. Oder? Spürt ihr eure Muskeln? Gib mir ein Signal. Sehr, sehr schön. Okay, nehmt eure Arme neben euren Körper. Jetzt wird's lustig. Wir gehen in eine Überkopfhaltung sozusagen. Das kennt ihr noch von früher aus der Schule, die gute alte Kerze. Wir atmen ein durch die Nase, aus durch den Mund, Powerhouse aktiv. Bringe deine Beine nach oben und stütze deinen Rücken, so dass du in einen Schulterstand kommst und eine Kerze hast. Kennen wir noch alle von früher, auch vom Gymnastikunterricht, machen wir viel zu wenig. Nun, beuge deine Beine über deinen Kopf, platziere deine Hände auf dem Boden mit der Handinnenfläche auf dem Boden. Okay, wir atmen ein, strecken das Bein. Atmen aus, beugen es über unseren Kopf, Füße hinter dem Kopf. Alle zusammen. Einatmen hoch. Kraft in den Bauch. Kraft in der Schulter. Balance. Ausatmen. Beugen. Spürt ihr diese feinsten Muskeln hier an der Seite, die auch so schwer zu trainieren sind? Einatmen hoch. Ganz gerade Kerze. Ausatmen. Beugen. Zweimal noch. Einatmen hoch und ausatmen, beugen. Rolle nun ganz kontrolliert, ganz bewusst, Wirbel für Wirbel ab, bis deine Beine auf der Matte liegen. Kurze Entspannung. Ich denke, es geht euch gut, oder? Wenn ich nichts höre, nichts sehe, vermute ich, alles ist in bester Ordnung. Wir atmen wieder ein durch die Nase. Aus durch den Mund, aktivieren das Powerhouse, bringen den Oberkörper nach oben. Yes, genau da. Nun, die Hände kommen hinter unserem Kopf und wir fahren Fahrrad mit unseren Beinen. Das heißt, zack und wechseln. Und aus. Ein und aus. Mitte einatmen und aus. Gib mir 4, 3, 2. Der letzte. Und jetzt streckt das Bein, haltet das andere Bein in der Luft und wir pulsieren immer zweimal. 1, 2, wechseln. 1, 2, wechseln.
Eins, zwei, wie eine Schere. Boom, boom, zack. Boom, boom, zack. Bleib dabei. Eins und wechseln. Wechseln. Und letztes Mal. Sehr schön. Legt euch auf den Rücken. Ah, schön. Nehmt eure Arme über euren Kopf. Wir atmen ein durch die Nase. Atmen aus. Kommen nach oben mit unserem Oberkörper. Bringen nun die Beine hierher. Und die Arme gehen auf zusammen mit dem Bein und zu. Und ein. Hier aus. Hier ein. Aus. Ein. Immer bei der Anstrengung wollt ihr den flachen Bauch haben. Und bei der Entspannung einatmen. Zweimal noch. Ein letztes Mal. Ein. Und lösen. Stellt eure Füße auf. Ungefähr so, dass ihr mit den Fingerspitzen noch die Ferse berühren könnt. Wir atmen ein und schieben unseren Becken nach oben. Greift mit den Händen unter euren Körper. Hände zu einer Faust bringen, so dass ihr auf den Schultern steht. Und versucht hier auch nicht den Po zu doll zusammenzukneifen. Es geht ja darum, dass wir hier mobil werden im Rücken. Und wenn zu viel Anspannung in den Beinen ist, kann das nicht geschehen. Und lösen. Löst die Faust, platziere die Hände neben deinem Körper. Atme hier oben ein. Atme aus, rolle Wirbel für Wirbel wieder ab. Einatmen durch die Nase. Ausatmen. Rolle nach oben, Wirbel für Wirbel. Oben einatmen, ausatmen, abrollen. Und denk wirklich, dass du jeden einzelnen Wirbel einzeln absetzen möchtest. Einatmen und mit der Ausatmung ziehst du dich nach oben. Und wir halten hier. Finde eine bequeme Schulterstellung, denn wir werden jetzt unsere Beine anheben. Okay? Und zwar schmeißen wir sie nach oben. Zuerst streckst du das Bein hier und wir kicken es hoch. Eins. Und zwei und drei, atme nicht vergessen, vier, fünf, lass deine Hüfte nicht sinken, sondern drück sie schön ab, sieben, acht, zwei Stück noch, okay, und das Bein absetzen, bleib oben mit der Hüfte, wir wechseln die Seite, streck das linke Bein aus und kick und kick. Ich hoffe, es macht dir genauso viel Spaß zu Hause. Und up. Und der letzte. Sehr gut. Fuß abstellen. Hier oben einatmen. Und mit der Ausatmung Wirbel für Wirbel absenken. Jetzt komm zurück in die Kugelpose. Roll dich von links nach rechts. Greife die Außenkante deiner Füße für Happy Baby und schüttel und wipp gerne auch hier von links nach rechts. Wir werden jetzt vor und zurück rollen, rolling like a ball. Dafür greift ihr unter euren Oberschenkel und wir geben Schwung hoch und zurück. Hoch, bow, zurück. Und hoch und back. Ein letztes Mal und wir bleiben sitzen vorne. Und zack und bleib hier. Jawohl. Das sind immer, wenn man so die Pilates-Bilder sieht, sieht man die Leute, die das hier immer machen. Ne? Meistens so 60-Jährige, die machen zack, zack, kein Problem. Alles. Können wir auch gemeinsam.
nur gemeinsam. 4, 3, 2, 1. Jetzt strecken wir die Arme und die Beine und halten. Das ist das Boot. 2, 3, 4. Komm, höher. 5, 6, 7, 8 und absetzen. Zieh dich lang nach vorne. Oh, lass dich fallen. Sehr gut. Sehr schön macht ihr das. Wir nehmen das linke Bein nach hinten und zurück. Angewinkelt. Beugen auch das vordere Bein. Und lehnen uns hier komplett nach vorne. Und vor. Einatmen, rolle auf, nach oben. Wir wechseln die Seite. Ganz mobil, ganz tänzerisch. Beide angewinkelt, ist außergewöhnlich. Genauso gewollt. Einatmen. Und vor. Ausatmen, zieh dich lang nach vorne. Einatmen, komme zurück in die Mitte, stelle deine Hände auf, stell den hinteren Fuß auf und komme in eine Planke. Wir machen jetzt eine ganz schöne Übung, die ist auch leicht. Unterarmstütz, Plank, okay? Und wir gehen tief, tief, hoch, hoch. Versuch zu Hause nicht so viel zu wackeln, sondern stabil zu bleiben, dass nur die Arme sich bewegen. Tief, tief, hoch. Hoch, sehr gut. Popo fest, Kniescheiben ranziehen. Zweimal noch diese Seite. Letztes Mal. Und wir wechseln die Seite. Das heißt, links geht zuerst tief und kommt dann wieder hoch. Tief, tief, hoch, hoch. Tief, tief. Schieb deine Ferse zur Rückseite des Raumes. Das gibt dir mehr Stabilität. Ein letzter. Okay. Von hier heben wir unsere Beine links. Halten. Versuch deine Plank so tief wie möglich zu halten. Yes. Halten. Und noch einmal hoch das Bein. Und absetzen. Andere Seite. Rechts. Wenn du zu Hause das Gefühl hast, dein Popo ist hier oben, senk ihn. Du bist in einer geraden Linie. Halten. Halten. Und atmen, nicht vergessen. Und hoch das Bein. Und absetzen. Wir kommen nun auf den Unterarmstütz. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir halten für eine ganze Minute. Ich finde, wenn man zum Beispiel so Challenges hat, wo man länger etwas halten muss, ist es wichtig, dass du mit deinem Kopf arbeitest. Okay, was kann ich alles gerade anspannen? Wo kann ich meine Konzentration hinlenken, um mich abzulenken von dem Schmerz? Also, streck deinen Fuß richtig durch, schieb die Fersen zur Rückseite des Raumes. Dein Bauch ist ganz fest. Wenn er angespannt ist, wiegst du nicht mehr so viel auf deinen Unterarm. Fast geschafft, Leute. 30 Sekunden noch. Haha. Geht's euch gut? Begeisterung, die ansteckt. Come on, durchhalten, durchhalten. 15 Sekunden noch. Ich schwitze hier ohne Ende, aber ich tue es mit Leidenschaft. Glaub mir, danach geht es einem immer besser. Egal, wie hart der Weg auf der Matte ist. 4, 3, 2, 1. Oh, Knie absetzen, komm in die erweiterte Kindhaltung. And chill your life. Mm.
Wir atmen ein, heben den rechten Arm nach hinten und zurück. Atmen aus, legen ihn unter den linken durch. Platziere das linke, rechte Ohr auf den Boden. Der vordere Arm ist gestreckt, eingespannt. Der untere Arm wird jetzt gebeugt, als würdest du dich selbst umarmen. Diese Übungen kannst du jederzeit zu Hause machen, um dich zu entspannen, um zu dehnen oder einfach nur, um dir was Gutes zu tun. Ausatmen, strecken. Wir wechseln die Seite. Platziere die linke Hand weit nach vorne. Die rechte kommt lang, die linke. Und hier rüber. So, rechts ist vorne, links ist auf der Seite. Nun beugt links. Und dein linkes Ohr ist auf der Matte. Ich hab's halt mit rechts und links, ne? Seit Jahren schon. Atme hier ein. Mit der Ausatmung löst du. Und jetzt lässt du den linken Arm hier. Und der rechte Arm kommt da vorne dazu. Und du machst halt wie so eine Schleife. Und platzierst deine Stirn auf dem Boden. Atme hier ein. Mit der Ausatmung wechselst du die Seiten. Atme ein und löse. Bringe deine Hände nach vorne in den Vierfüßlerstand. Von hier machen wir große Kreise mit unserem Becken. Ganz groß, dass das ganze Radius hast. Sehr schön. Und nun die Kreise vorne über unseren Handgelenken. Yes. Komm in der Mitte zum Stehen. Wir atmen ein. Mit der Ausatmung feste Mitte. Und jetzt stellt ihr eure Füße auf. Wir machen Cat-Cow, aber die Knie berühren den Boden nicht. Okay? Also, nochmal zur Erinnerung. Was war Cat-Cow? Katzenbuckel. Kinn zur Brust, runder Rücken und die Gegenbewegung, das gefühlte Hohlkreuz. Und das Ganze jetzt mit den Knien in der Luft. Wir atmen ein, ausatmen, Powerhouse aktiv, Füße aufstellen, Knie hoch. Erstmal halten wir nur. Bringt ja auch erst Spaß, wenn es richtig brennt. Ne? Erstmal foltern. Ich glaube, ihr seid froh, wenn ihr mich los seid. Und auch hier, man kann immer wieder ein bisschen verlagern, ein bisschen spielen. Wo ist die Kraft? Wie viel Power habe ich noch? Was ist noch alles möglich? Okay, ich höre auf, euch zuzutexten. Cat-Cow, jetzt. Einatmen. Mach dich lang. Komm ins Hohlkreuz. Mit der Einatmung, mit der Ausatmung. Machst du dich ganz rund. Und drück auch deine Hände weg von der Matte, Schulterblätter auseinander, einatmen. Komm ins gefühlte Hohlkreuz. Das ist mehr als ein Hohlkreuz gerade. Und ausatmen. Mach dich kugelrund. Einatmen. Ausatmen. Ein letztes Mal. Einatmen. Und ausatmen. Okay, erweiterte Kindheit und kurzen Break. Einatmen. Komm zurück in den Vierfüßlerstand. Stell deine Füße hinten auf. Wir kommen in den Down Dog.
Macht eure Beine weich mit Walking Dog Bewegungen, so wie es sich für dich gut anfühlt. Überprüfe hier nochmal deine Haltung. Ist dein Kopf locker? Ist dein Hals entspannt? Mach so nein, nein, nein. Ja, ja, ja Bewegungen. Überprüfe, ob deine Schultern auch wirklich weit weg sind von deinen Ohren. Und guck mal, obwohl ich euch nicht anfassen darf, versuche ich. Schau mal, José. Guck mal zu mir. Vom Gefühl her, als würde ich dich hier in diesem Bereich runterdrücken. In diesem Bereich. Ja, ja, genau da. Perfekter Hund. Mensch, hätten wir schon viel früher sagen und machen sollen. Warum lasse ich euch gerade so lange in dieser Position? Damit ihr fühlt. Beugt bitte eure Beine und gewinnt diese Länge an dem Rücken. Genau, José, bleib so schön auseinander mit deiner Schulter. Und streckt die Beine. Einatmen, beugen. Ausatmen, strecken. Behalt diese Streckung bei. Yes. Einatmen, beugen. Ausatmen, strecken. Letztes Mal wirklich langsam. Einatmen, beugen. Ausatmen, strecken. Sehr gut. Komm einen kleinen Schritt nach vorne. Wir machen eine kleine Sun Salutation. Einatmen. Nimm die Arme über die Seite, lang nach oben und komm auf die Zehenspitzen. Ausatmen. Beuge dich vor. Bleib auf den Zehenspitzen. Nur bis hier. Genau. Und jetzt senkst du deine Ferse und droppst den Rest. Einatmen. Hebe Kopf und Brust. Ausatmen. Senke. Einatmen, rechtes Bein zurück, linkes dazu, herabschauender Hund. Einatmen, komme in die Planke. Ausatmen, super, 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 super langsam, Chaturanga. Und du bleibst 1 Millimeter über dem Boden. Ihr seid so toll, ich könnte euch die ganze Zeit fotografieren. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, roll vor in die Planke. Ausatmen, setz dich richtig ab. Yes. Leg einen Arm nach vorne und komm auf deinem Rücken. Genau, dass ihr euch so drehen könnt. Ich drehe mich mal so, damit ich euch sehen kann. Wir machen nun ein kleines Rad. Habt ihr das schon mal gemacht? Ja, sehr gut. Füße sind aufgestellt, ungefähr so, dass eure Fingerspitzen die Ferse berühren können. Die Vorübung dazu haben wir gerade gemacht, nämlich die Bridge mit dem Schulterstand. Wir atmen ein, heben das Becken nach oben. Nehmt eure Hände hinter eurem Rücken zusammen zu einer Faust. Das ist die Vorstufe von dem großen Rad. Jetzt platziert ihr, wenn ihr möchtet, die Krone eures Kopfes auf den Boden. Und zwar, oh, meine Frisur erlaubt das, glaube ich, nicht so ganz. Ich kann es nicht vorzeigen. Okay, ausatmen, senken. Und wir kommen jetzt zum echten Rad. Platziert die Hände neben euren Ohren. Und zwar so, dass eure Ellenbogen nach oben zeigen. Ganz genau. Wir atmen ein und drücken uns nach oben, unser Becken. Einatmen, hoch. Und jetzt den Rest. Drück die Arme durch und komme in das Rad. Sind alle da? Mal gucken. Sehr gut. Super, sehr, sehr schön. Ich könnte dich gerade anfassen, ich könnte dir eine super Hilfestellung geben. Ihr seht zum Beispiel gerade bei José, wie wichtig es ist, vor allem besonders Männer, das immer wieder machen, immer wieder zu dieser Länge kommen. Er hat einen sehr schön beweglichen Rücken. Genau, du kannst wieder absetzen. Setz wieder ab, langsam, Wirbel für Wirbel, ganz entspannt. Und nun lasst ihr eure Knie zusammenfallen. So, genau. Legt eine Hand auf die Brust und eine auf den Bauch. Wir machen noch ein Rad. Unser letzter für heute. Letztes.
Einatmen, platziere die Hände hinter, neben deinen Ohren. Fußsohlen aufgestellt. Wir atmen ein, schieben das Becken nach oben erstmal, wie eine Bridge. Und jetzt mit der Ausatmung drückst du alles hoch, streckst deine Beine und Arme. Und spiel auch gerne damit, wenn du das Gefühl hast, du bist noch flexibler, dann probier aus, was möglich ist. Wenn du das Gefühl hast, das ist zu viel, dann geh nicht weiter. Sei sanft und geschmeidig zu dir. Ausatmen, senken. Lasst eure Knie wieder zusammenfallen. Nimmt die Hände in Anjali Mudra, in Gebetshaltung, auf euer drittes Auge. Sehr schön. Ihr dürft euch entspannen. Macht euch lang, Beine lang, Arme lang. Ihr habt es geschafft. Wieder eine tolle Einheit mit euch. Lasst die Füße nach außen fallen. Bleibt ganz locker. Entspannt den Hals. Das ist so ein Bereich, den wir immer festhalten gerne. Entspannt die Zunge, die Kaumuskeln, die Runzelstirn. Langsam wieder zurück in euren Körper. Geht euch auf eure Lieblingsseite. Ganz vorsichtig. Atmet tief ein und aus. Und stütze nun eine Hand ab. Komm in eine sitzende Haltung. Komm in den Schneidersitz und beenden unsere Praxis mit einer kleinen Meditation. Nehmt eure Fingerspitzen, Zeigefinger und Daumen zusammen und öffnet diese. Zeigt die Handfläche zu mir, Chin Mudra. Verbindet uns mit dem Makrokosmos und dem Mikrokosmos, mit uns selbst und alles, was außen ist. Schließt eure Augen. Konzentriert euch nur auf eure Atmung. Wir bringen unsere Hände zusammen vor der Brust in Gebetshaltung. Anjali Mudra. Öffnen unsere Augen. Und ich bedanke mich herzlich bei euch. Ich habe sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich herzlich bei euch zu Hause, bei der ganzen Crew, die das hier möglich gemacht hat, zu verrückten Corona-Zeiten, dass wir trotzdem unsere Gemeinschaft und unseren Körper und unseren Geist stärken. Vielen Dank. Namaste. Vielen, vielen Dank. Und ich danke dir, Fernanda. Ich danke euch natürlich wieder fürs Mitmachen. Aber Fernanda, wir haben wieder eine Challenge, die wir weitergeben können hier an unsere Pros. Henrik Senf hat uns wieder vor eine Aufgabe gestellt und das gucken wir uns am besten gemeinsam mal an, würde ich sagen.
Hi Anna, hi Move Jam Community. Ich soll in 60 Sekunden so viele Liegestütze wie möglich machen. Und jetzt finden wir mal raus, wie viele das sind. Let's go. 3, 2, 3. Ich würde sagen 60 auf jeden Fall. 60? Mindestens. Boah, in der Sekunde eine? Ja. Ich bin gespannt. Was schafft der? Also ich bin unter 55, nehme ich nicht an. Ich bin ja ganz ehrlich, eine Liegestütze ist das, was ich überhaupt nicht mag. Es reiht sich gleich zu den Burpees ein. Boah, das ist auch gemein bei uns Frauen. Wir haben einfach weniger Muskeln an den Armen als Männer. Hier mit meinen Spaghetti-Ärmchen. Ich weiß, da muss noch ein bisschen trainiert werden. Ich werde fleißig. Jetzt fängt er wieder an zu schnaufen. Okay, zeig mal, Hendrik, was hast du denn drauf? Was hast du denn drauf? 40. Aber ich war also wirklich, ich möchte ihn mal kennenlernen, damit er einfach so atmet vor mir. Weil so ein großer Atmungsfan und der macht das vor. Ja, und du hast ja mit gesagt, die Atmung ist so wichtig, oder? Und Hendrik macht das und man kann es sogar hören. Und? 3. Und? Wow. Wir sind bei? Viel anstrengender, als ich dachte. Und jetzt bist du dran. Ja, die Anstrengung hat man auf jeden Fall gesehen und auch gehört. Ja, total. Wie viele waren es jetzt? 59, also so knapp in der Sekunde eine. Oh Gott. Mädels, das Gute ist. Hast du nicht wirklich Scherz. Jetzt gesagt? Scherz. Mädels, ich würde sagen, ihr seid raus. José, nimmst du die Challenge an? Wir müssen ja Mann gegen Mann wieder machen. Ne? Ich meine, hier, wir mit unseren Spaghetti-Ärmchen. Ich meine, die Mädels haben super trainierte Arme, um Gottes Willen. Aber würdest du diese Challenge annehmen gegen Hendrik? Ja? In einer Minute so viele Liegestütze wie nur möglich. Brauchen wir Schuhe? Ja. Okay, einmal kurz anziehen, brauchen gleiche Voraussetzungen. Und dann schauen wir doch mal, ob wir den Crossfitter schlagen können. Ich bin sehr gespannt. Mach José mit links. Ja, José, mach das. Wir sind so durchgeroutet worden. Fernanda hat dich bestens, oder? Sie hat sich bestens aktiviert jetzt mit ihrem Workout. Also José ist eins mit seiner Atmung, eins mit seinem Körper. Gut. Er wird den Boden gar nicht berühren. Er wird ihn unter sich wegdrücken, wie Chuck Norris. Okay, gut. Mädels, und wir zählen und motivieren. Ne? Wir zählen auch richtig Weile zu Weile. So, oh Gott. Ich war beim letzten Zählen völlig außer Atem. Okay, gut, wir schaffen das. Wir präparieren uns. Liebe Crew, haben wir wieder eine Stoppuhr? Weil das ist ja das Wichtigste. Gut. Schuhe feste zubinden. Wunderbar. Genau. Ah, die Uhr natürlich. Ja, selbstverständlich. Nur ein bisschen Druck aufbauen. Okay. Eine Minute so viele Liegestütze wie möglich. Ja, okay. Ach, du machst dich noch mal kurz. Okay. Gut. Ich sage jetzt schon in Vierfüßlerstand. Josie, okay. Hau rein. Okay. 3, 2, 1, go! Mega. Esto es Power de México. Cabrones, ¿qué pasa? Boah, Wahnsinn. So, lieber Hendrik, wir hoffen, dass es ein Fitbook Move Jam im nächsten Jahr auch wieder gibt. Dann bist du hoffentlich hier und kannst die Challenge direkt gegen diesen Mann machen. Herzlichen Glückwunsch. Wow. Mädels, danke fürs Anfeuern. Danke, dass du die Challenge angenommen hast und mal wieder für uns gesiegt hast. Yeah, läuft für uns. Ja, vielen lieben Dank. Ihr habt Pause. Ja? Sehr gut. Und wir freuen uns auf den nächsten Trainer. So, und jetzt mache ich mal etwas, was man bei Frauen niemals macht, übers Alter sprechen. Er ist aber ein Mann, daher darf ich das. Er ist Deutschlands fittester Crossfitter
Ü40. Sieht fantastisch aus und ist heute unser Coach. Schagelbutt, schön, dass du da bist. Wie, du hast ein T-Shirt an? Das geht doch nicht. Ich dachte, wir können den Budi jetzt mal hier live sehen. Ich mache mich kurz warm und dann ist es ganz automatisch. Also Mädels, das sehen wir dann hoffentlich später. Schagel, du bist Crossfitter der ersten Stunde, kann man sagen. Wann hast du angefangen und was ist für dich der Reiz an Crossfit? Also der ersten Stunde nicht ganz, aber ich habe recht früh angefangen, vor 4 Jahren. Es gibt eine Menge Leute, Henrik zum Beispiel, der macht es glaube ich schon länger. Und der Reiz war ganz einfach, ich habe es irgendwann mal ausprobiert und ich war früher Leistungssportler, jetzt vielleicht auch ein bisschen, hatte nach dem ersten Workout, kennst du noch von früher diesen leichten eisernen Blutgeschmack in der Lunge, wenn du es komplett übertrieben hast? Ja, genau. Stimmt. Und dazu müssen wir ganz kurz, glaube ich, unsere Zuschauer mitnehmen. Schagel hat Handball-Bundesliga gespielt, ich irgendwann mal Leichtathletik, aber weiß Gott nicht so erfolgreich wie er, deswegen nehmen wir euch einfach nur mal mit. Genau, und dieses Gefühl, das hatte ich in der Zwischenzeit nirgendwo, ich habe mal so Triathlon ausprobiert, also Kram, und das hatte ich nie. Und nach dem ersten CrossFit-Workout, das war nur ein Ausprobieren, hatte ich diesen Blutgeschmack in der Lunge oder auf der Zunge und warum ich das jetzt so super fand, weiß ich nicht, aber ich da wusste, okay, das will ich nochmal machen. Ja. Und seitdem mache ich es. Okay, es hat dich total gecatcht. Du warst im letzten Jahr fittester Master in Germany, 40+. Sag mir, was ist das genau? Was war das für eine Competition? Was für ein Wettkampf? Also es gibt grundsätzlich diverse Wettkämpfe im Jahr und es gibt einen großen sogenannten Community-Wettkampf, der findet weltweit statt. Da kann einfach jeder dran teilnehmen. Jeder. Egal ob in einer Box oder zu Hause, wenn er das Equipment hat, kann jeder teilnehmen. Und diese Riesenmenge an Teilnehmern reduziert sich Step by Step. Und die erste Stufe, die man überstehen muss, sind 5 Workouts. Die werden nachts in den Staaten announced und die ganze Welt turnt mit. Also alle, die CrossFit machen wollen. Und diese ersten 5 Workouts finden halt auch in Deutschland statt. Und dann qualifiziert man sich für die nächste Runde und ist immer unter den Besseren und irgendwann eventuell, das ist gar nicht das Ziel der meisten, eventuell bei der sogenannten Weltmeisterschaft in Games. Und nach diesen ersten 5 Workouts war ich dann halt in Deutschland der Beste. Am wenigsten Schlechte, ja genau. Ich sag das für dich. Schagel war einfach der Beste im vergangenen Jahr. Jetzt müssen wir ansprechen, es sind ja momentan ein bisschen schwierige Zeiten durch Corona. Daher sind wir auch heute hier in diesem Set und nicht draußen in Berlin mit euch zusammen auf der Stage und auf der Trainingsfläche. Eigentlich wäre in diesem Jahr für dich die WM gewesen. Eventuell. Also ich war zumindest gut dabei und habe in diesem Jahr eine extra Vorbereitung für die Qualifikation zur WM gemacht. Da sah es auch sehr gut aus und dann kam dieses Corona. Kurz gesagt, vor dem letzten Workout, das ich dann machen musste, dass es vielleicht gewesen wäre, ich war auf Mallorca, wollten wir morgens halt in die Box das letzte Workout machen und haben gedacht, unsere Vorbereitung ist okay, so kann es gehen. Ja, und dann kam die Guardia Civil, hat alles dicht gemacht, Corona war am Start und das war's. Schagel, aber das ist ja nur aufgeschoben und nicht aufgehoben, ne? So sieht's aus, ja. Ich fahre da noch hin, auf jeden Fall. Sehr gut. Wir setzen da voll auf dich, ne? Wir müssen ich sag dir Bescheid. Die deutsche Flagge hochhalten. Sag mir, wie schwer ist das? Das ist so toll, bei Männern kann man übers Alter sprechen, bei uns Mädels ist das ja mal ein bisschen unangenehm. Wie schwer ist das, mit über 40 noch so fit zu sein? Oder siehst du da gar kein Problem? Ich glaube, das ist nur dann ein Problem, wenn du zwischendurch restest, also zwischendurch einen längeren Zeitraum nichts machst. Ich habe ja immer irgendwas gemacht und habe ja auch nicht gesagt, von jetzt auf gleich, jetzt werde ich CrossFit-Athlet und jetzt gebe ich Vollgas. Und ich habe angefangen mit 4 Einheiten die Woche, dann habe ich eine 5., dann am Tag am Wochenende dazu, dann wurde das Pensum größer und ich habe gedacht, okay, das schaffe ich nicht in einer Einheit. Ich komme heute Abend nochmal wieder und mache dann noch die Übung fertig. Mache ich dann am nächsten Tag auch. Das ist eigentlich ganz praktisch, mache ich jeden Tag. Und die einzelnen Einheiten wurden wieder ein bisschen länger. Ich dachte dann irgendwann, wenn ich zweimal trainiere, dann kann ich auch zweimal ein bisschen länger trainieren. Und so kommt man langsam hin und kommt dann irgendwann auf seine 2-mal am Tag Einheiten. Und schwierig ist es nur dann, wenn man nicht konsequent ist. Also konsequent im Training sowieso, aber das eigentlich Konsequente ist ja der Moment, in dem du abends ins Bett gehst, anstatt auf ein Bierchen im Biergarten. Oder in dem du das isst, was du essen solltest, anstatt dem, was du eigentlich essen möchtest vielleicht. Also da findet es eigentlich statt. Und ich glaube, je älter man wird, desto wichtiger ist es. Also ich erinnere mich, als ich noch jung war. Oh, sagt er hier. Da konnte man auch mal abends ein paar Bier trinken. Gerade so knapp über 40. Also so alt bist du dann auch. Ja, da konnte man abends auch ein paar Bier trinken. Und alles war gut. Am nächsten Tag ging es trotzdem. Heute? Anders. Das ist anders, ja. Anders. Also, ja. Anders. Sag uns, gibt es denn irgendeine Übung, glaubst du, oder irgendeine Competition, die ein 20-Jähriger
besser kann als du jetzt aktuell in der Form? Also der große Unterschied beim 20-Jährigen vor allem ist der, dass, und das ist beim CrossFit das Essentielle, dass er sich schneller erholt als ich. Also gehen wir mal vom Wettkampf aus, es gibt eine Menge 20-Jährige, die sind besser als ich. Gehen wir mal davon aus, dass wir an einem Wettkampftag 3 oder 4 Workouts haben, dann, und es ist halt jedes Mal Vollgas, dann hänge ich nach dem zweiten Workout, sitze ich dann halt da und versuche mich zu erholen und dann heißt es, okay, nächstes Workout, nach 1,5 Stunden Pause meinetwegen, dann steht der 20-Jährige auf und sagt, here we go. Und ich sitze da und denke, kann mir jemand hochhelfen? Mir tut alles weh. Vom zweiten Wettkampftag müssen wir gar nicht reden. Also wenn ich dann im Hotel bin und morgens aufwache, bin ich einfach mal anders platt als der 20-Jährige. Ja, das ist ja ehrlich. Jetzt bist du Personal Trainer hauptberuflich. Es fühlt sich so an, also ich glaube, Schagel lebt in seiner Box. Was sagst du deinen Kunden, wenn die sagen, oh Schagel, ich will am liebsten so aussehen wie du. Aber ja, so 3-mal Training in der Woche und das Bierchen und das Schnitzel abends, ja, das gönne ich mir übrigens auch. Was sagst du denen? Das ist mein Lieb. Also das Gespräch gibt es tatsächlich ziemlich genau so und es findet auch gar nicht so selten statt. Dadurch, dass, ich nenne ihn mal Autonomalverbraucher, versteht unter einem jemanden, der sehr viel trainiert, halt so ein Arnold Schwarzenegger, halt so eine richtige Kante. So. Wollen die alle gar nicht. Und das ist das Gespräch, wo es dann meistens endet, dass sie sagen, ja, ich möchte auch nicht so doll. Also was die meinen, ist so ein Stirnlacken. Ne? Ich möchte nur so ein bisschen was machen, so ein bisschen athletisch aussehen und dann gucken sie einen an und sagen, so wie du wird schon reichen. Ja. So ein bisschen wie du. Ja, genau, mein Lieblingsmoment. Da musst du dich totlachen. Ja, ich versuche dann natürlich an mich zu halten, erhöhe den Preis kurzfristig und und dann geht's. Hast du wieder erledigt? Ja, dann, genau. Ja? Also das kommt tatsächlich nicht so selten statt, nicht so selten vor. Ja, aber das. Ja. Ja, es kommt einfach so. Wir knipsen es an und tack ist der Tenpack da. Schagel, ja, genau. Jetzt ist das heute deine Box ein bisschen anders, als wir es sonst ja wahrscheinlich als Crossfitter so erleben. Was für ein Workout erwarten wir denn dann heute mit dir hier heute? Das, was ich immer sage. Also heute wird es ganz entspannt. Wir machen. Ach so, ja, so ganz entspannt. Ja, also wir arbeiten quasi so ein bisschen unter so Time-Intervallen. Also werde ich euch gleich nochmal genauer erklären. Alles Movements, die ihr auf jeden Fall beherrscht. Also es gibt ja im CrossFit so ein paar Movements, die muss man erstmal lernen. Dafür gibt es extra Skill-Training, Ring-Muscle-Ups. Oder das können wir nicht machen, weil wir keine Ringe haben. Habt ihr Glück gehabt. Oder Handstand-Walk oder solche Sachen müssen wir alles nicht machen. Können wir sowieso nicht. Das heißt, das Workout, kann ich ganz schön sagen, besteht zum Beispiel aus einem kleinen Beintraining, aus ein paar Sit-Ups, also ganz easy. Mit Schwung dürfen wir arbeiten, alles gut. Ein paar Push-Ups, wenn ihr wollt, auf den Knien, ganz easy. Und natürlich ein paar Burpees, weil Burpees einfach immer gehen. Und das Ganze wird aufgeteilt in kurze, knappe Einheiten, also echt nett von mir. Das wird wirklich... So nette 40 Minuten, ja, mit Schagel. Genau. Ja. Wir wärmen uns ja auch auf, also das wird nett. Wir können uns dabei ein bisschen unterhalten, vielleicht. Ja. Ja, wird schon witzig. Wir haben schon Spaß. Schön, Schagel. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir das CrossFit-Workout jetzt mit dir bestreiten dürfen. Und das tust du natürlich hier, ja, in der Box nicht alleine, sondern das sind deine Pros, die mit dir trainieren werden und schwitzen werden. Schön, dass du da bist. Und ich darf dir das sehr gern entführen. Alles klar. Hallo. Herzlich willkommen. Ich habe richtig Bock. Wer von euch hat schon CrossFit-Erfahrung? Das ist ganz wichtig. Alle drei. Also ihr wisst alle, wie Burpees gehen, ihr wisst alle, wie man squattet, ihr wisst alle, wie CrossFit-Sit-Ups gehen. Wir gehen die aber gleich nochmal zusammen durch. Und ihr wisst alle, wie, ja, Burpees hatten wir schon, wie die gehen. Push-Ups machen wir auch. Ich habe schon gesehen, da kann jemand ziemlich gut Push-Ups. Das kriegen wir schon hin. Wir machen uns warm, ganz entspannt, mit sogenannten Hampelmännern. Im CrossFit nennen wir die Jumpin' Jacks. Ja, also einfach immer reinarbeiten. Wichtig ist mir, wir müssen nicht synchron arbeiten. Ja, jeder arbeitet in seinem Tempo. Füße schön auseinander und Hände bitte hinterm Po zusammenführen. Genau, ne? Dass wir eine große, wir sagen dazu, Full Range of Motion haben. Genau, und immer auf mein Zeichen. Ich mach bitte erstmal weiter. Ich mach's vor. Machen wir Kurzpause. Ein, mal hinlegen. Ups. Wieder aufrichten. Okay. Erstmal nur ein und das Tempo erhöhen wir dann stepweise. Okay, einmal runter, ein Floorwalk, ups, wieder absetzen und weiter.
Wenn ihr gleich im nächsten Satz zwei davon macht, versucht mal so lange wie möglich die Knie gestreckt zu halten und nicht zu beugen, dass wir die hintere Kette ein bisschen aufwärmen. Okay, und runter. Zwei Stück, Beine lang. Brustbein ganz absetzen. Hoch, dann bitte noch einen, zweiten. Absetzen. Genau. Das ist auch ganz wichtig für das Training gleich, dass jeder in seinem eigenen Tempo arbeitet. Ja, also jeder, ich werde auch öfter mal sagen, wir sprinten. Das heißt aber jeder so, wie er kann. Auch wir hier arbeiten nicht gegeneinander. Naja, vielleicht ein bisschen. Aber jeder in seinem Tempo. Okay, kurz stehen bleiben. Drei davon. Der Puls geht hoffentlich langsam ein bisschen hoch. Wieder zurück. Aufrichten, durchatmen, immer ganz aufrichten. Ups. Ablegen. Und ein noch. Jetzt langsam mit den Händen ein bisschen schneller werden. Schnelle Hände. Durchatmen. Weiter geht der Sprint. Wir machen davon gleich noch vier. Und dann nochmal fünf. Dabei ist immer wichtig, dass wir das Brustbein ganz ablegen. Wir reden im CrossFit ganz gerne von sogenannten No-Raps. Das heißt, der Burpee am Ende berührt das Brustbein nicht den Boden. Gibt es einen No-Rap von mir. Die CrossFitter unter euch kennen das. Keiner hört gern No-Rap. Stehen bleiben. Viermal. Und jetzt von Anfang an schnelle Hände, ups, ablegen. Schnelle Hände zurück, aufrichten. Schnelle Hände. Zwei, gut. Drei. Und vier. Einmal noch. Ups. Genau. Ja, Puls langsam oben. Also Mühe, ja. Denkt dran, Hände über dem Kopf zusammen, hinter dem Po zusammen. Keine Sparversion, also nicht vor dem Körper zusammen oder an den Körper. Die volle Bewegung. Dann gleich nochmal fünf. Mal hinlegen und aufstehen. Was anderes ist der Burpee eigentlich auch nicht. Stehen bleiben. Fünf richtig schnelle Hände. Komm, papp, 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 papp. Einmal aufrichten. Zwei. Drei. Vier. Und durchatmen. Luft holen. So, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir wird langsam warm. Während ich das Workout erkläre, gehen wir bitte alle einmal in diesen Ausfallschritt. Gerade die Burpees und die Squats, die wir gleich zusammen machen, fallen leichter. Nicht, dass es leicht fallen soll, aber es ist einfach angenehmer, wenn man einigermaßen mobilisiert ist. Wer mich kennt, weiß, ich bin in Sachen Mobilität alles andere als ein Vorbild. Aber ich tue mein Bestes. Ich bin ja auch schon nicht mehr der Jüngste. Okay, leicht vordehnen. So weit, dass ihr eine Vordehnung spürt. Wer kann, mit dem Ellenbogen runter. Ich erkläre euch schon mal langsam, aber sicher das Workout. Wir arbeiten gleich immer in einminütigen Intervallen. Das schimpft sich auch EMOM oder Every Minute on a Minute. Das heißt, ein Intervall dauert immer eine Minute. Einmal Beinwechsel bitte. In jeder Minute oder in jedem Intervall arbeiten wir immer nur 45 Sekunden. Ich habe mir hier eine Uhr aufgestellt, auf die ich achten kann, die dann gleich läuft. Ihr zu Hause zum Beispiel könnt euch auch eine Uhr aufstellen oder ein Handy aufstellen. Hauptsache, ihr habt eine Uhr, die läuft. Die kann durchlaufen und da seht ihr quasi immer, wann ihr aufhört. Ich erkläre es gleich genauer. Also, in der ersten Minute machen wir 45 Sekunden lang Air Squats. Das heißt, ein Air Squat Komplex. Da kriegen die Beine einmal richtig Feuer. So, einmal auf den Fußrücken setzen. Sprunggelenk freut sich auf, wenn es ein bisschen mobilisiert wird. 45 Sekunden am Stück. Immer so viele Wiederholungen und durchgehend optimalerweise, wie ihr in 45 Sekunden schafft. Dann habt ihr immer den Rest der Minute, also 15 Sekunden Pause, bis die nächste Minute beginnt. An der machen wir etwas weniger intensives Sit-Ups. Die gehen wir gleich zusammen durch. Auch wieder 45 Sekunden, optimalerweise am Stück. In der dritten Minute arbeiten wir auch wieder 45 Sekunden Push-Ups, Liegestütz. Da ist mir ganz wichtig, mir ist es wichtiger, 45 Sekunden am Stück zu arbeiten,
als die Dinge so zu machen, wie ihr sie aus dem Fernsehen kennt. Das heißt, ihr könnt, ich mache es nur kurz vor, natürlich die Liegestütze machen, ihr könnt aber auch die Knie absetzen. Macht gar nichts. Wichtig ist mir nur, dass ihr mal versucht, mit den Ellenbogen eng am Körper zu bleiben und optimalerweise den Hintern nicht ab oder das Becken nicht absetzt. Ellenbogen hier, bitte, bitte nicht hier. Okay? Wir machen so viele Wiederholungen und so schnell, das Schulterdach freut sich, wenn es nicht zu sehr malträtiert wird. Auch das 45 Sekunden am Stück. Und danach gehen wir in die vierte Übung. Die vierte Minute natürlich Burpees. Bei Burpees geht es eigentlich um nichts. Also es gibt den Burpee schlechthin, den mache ich gleich nochmal vor. Aber eigentlich ist Burpee nichts anderes als runter, Brustbein berührt den Boden und wieder hoch. Ich mache es jetzt einfach mal vor. Das heißt, der Burpee, den ihr machen könnt, ist das. Das ist ein eigentlicher Burpee. Was ihr auch machen könnt, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ist auch ein Burpee. Dauert halt nur länger. Ne? Was ihr auch machen könnt, ist natürlich mit dem eigentlichen Burpee anfangen und am Ende das Ganze ein bisschen zu skalieren. Das ist im CrossFit immer so. Ihr könnt quasi alles, was wir machen, deswegen ist CrossFit ja auch für jeden. Viele würden meinen, CrossFit ist mir zu heftig. Alles kann skaliert werden. Und so machen wir es auch. Okay, lasst euer Ego mal draußen, wenn ihr sagt, ihr könnt nicht mehr. Bevor ihr aufhört, arbeitet langsamer oder skaliert, so wie ihr es könnt. Das ist die vierte Minute, die Burpees. Die fünfte Minute haben wir Rest. Gar nichts. Da atmen wir durch. Und gerade weil wir die Minute haben, möchte ich bitte, dass die ersten vier Minuten, wir sagen CrossFit, ballert. Okay, das sind vier Minuten. In jeder Minute nur 45 Sekunden. Aber da wird richtig was weggerissen. Okay? Ja? Davon machen wir insgesamt vier Runden, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ja? Nicht so viel. Okay, dann kommt mal einmal hoch. Für euch da draußen, schnappt euch am besten auch eine Matte. Macht das Ganze einfach ein bisschen angenehmer, gerade für die Sit-Ups, die ich auch nochmal vormache. Wir gehen mit den Fußsohlen zusammen. Ihr könnt eigentlich auch nochmal mitmachen. Fußsohlen gehen zusammen, Knie gehen auseinander. Ihr legt euch nach hinten und während ihr natürlich überall lernt, dass man so die Crunches macht, wollen wir Hände berühren, hinten den Boden, pops, nach vorne, Fußspitzen oder Boden berühren, wieder zurück. Habt ihr keine Matte, glaubt mir, es ist so, scheuert ihr mit dem Steißbein ständig über euren Teppich zu Hause oder sonst über die Steine, nach vier Runden ist das nicht so schön. Das sind also die Sit-Ups. Wir machen nochmal die erste Übung zusammen. Der Air-Squat-Komplex, der besteht aus einem Ausfallschritt rechts. Knie könnt ihr gerne absetzen, dafür die Matte. Einen gesprungenen auf der anderen Seite einen eingesprungenen Squat. Ups. 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 Genau, wichtig hierbei, Pushy runter, habe ich echt Pushy gesagt, also Hintern ganz runter, ja, keine halbe Bewegung, sondern wir wollen ganz runter, auch da, wenn ihr merkt, ihr könnt nicht mehr, macht ihr eben eine Pause, aber keine halben Bewegungen. Ja, also wir haben jetzt die Squats am Anfang, die Sit-Ups, die Push-Ups könnt ihr, habe ich vorgemacht. Burpees können wir auch. Ne? Hopp. Hopp. Kleiner Tipp unter uns, wenn ihr die Füße weit auseinander stellt, ist der Weg nicht so. Also das hier ist hart anstrengend, gerade in der zweiten, dritten, vierten Runde. Wenn ihr mit gestreckten Beinen nach oben kommt, ist es nur noch er hier, der euch aufrichtet. Nur so ein Tipp. Müsst ihr nicht machen, ich würde es aber tun. Okay? Wer es anstrengend haben will, kann es natürlich auch anders machen, aber das wird es auch von alleine. Okay, in 30 Sekunden würden wir starten. Jeder nochmal durchatmen. Ich bin allein außer Atem von reden. 20 Sekunden geht's los, dann starten wir mit 45 Sekunden. Air Squats, die sind komplex. Ja? Das ist die erste Runde. Geben wir es gemacht. Okay? 10 Sekunden noch. Ausfallschritt immer schön groß. Knie könnt ihr gerne absetzen. 4, 3, 2, 1, locker arbeiten. Ups. Schön nach oben arbeiten, Hintern runter. Genau. Ich sage die Zeit zwischendurch an. Ihr habt hoffentlich eure Zeit im Auge. Noch 30 Sekunden. Denke dran, gleich ist der Bauch dran. Das heißt, die Beine, die jetzt schon brennen, die haben gleich eine Pause. Und ja, es ist anstrengend. Es ist CrossFit. Aerobic gibt es einen Raum weiter.
Yes. Gleich geschafft. 5 Sekunden noch. 4, 3, 2, Pause. 15 Sekunden durchatmen. Was immer ihr macht, geht am besten schon mal runter in die Sit-Ups. Weit nach vorne. Man rutscht immer irgendwann ein bisschen nach hinten. Das ist nicht so intensiv für den Puls, aber für den Bauch. Feuer frei. Ups, vorne berühren. Nimmt den Schwung der Arme, genau. Wer will, kann zwischendurch auch seine Wiederholung zählen. Nicht zwingend, um sich mit uns zu vergleichen, aber es ist ganz interessant, wie viele Wiederholungen schafft man in der ersten Runde und wie viele in der vierten. Yes. 30 Sekunden sind durch. Ja. Das geht, ne? Immer schön weit nach vorne. Schwung der Arme. Ihr dürft quasi schummeln. CrossFit ist wunderbar. Pause. 15 Sekunden Rest. Langsam in die Push-Ups. Denkt dran, Brustbein berührt den Boden. Hintern bleibt oben. 2, 1. Und Suche abarbeiten. Wir haben 4 Runden vor uns. Brustbein berührt immer den Boden, sonst komme ich rum. Und verteile No-Raps. Und setzt die Knie an. Ab. Gar kein Problem. Genau. Ne? Brustbein absetzen. Hintern bleibt oben. Rausdrücken. Yes. 20 Sekunden noch. Das ist nur die erste Runde. 15 noch. Wenn ihr nicht mehr könnt, pausiert oben. Versucht mal nicht ganz abzusetzen. Ja, ist nicht ohne. Brustbein berührt immer den Boden. 3, 2, 1 und weg. Pause. Piano, das ist die erste Runde. Gleiches gilt für die Burpees jetzt. 45 Sekunden Burpees. Sind locker 35 Wiederholungen. 2, easy, 1 und bap, bap. Volle Bewegung, Brustbein berührt den Boden. Die Arme sind jetzt ein bisschen müde. Immer einen kurzen Hüpfer, genau. Hüfte ganz strecken, da kommt es an. Ne? Hüfte wird immer ganz gestreckt. Ist ganz gut, ich kann zwischendurch was erklären und die anderen machen weiter. 20 sind oben. Denkt dran, ihr könnt ballern. Ihr habt gleich eine Pause von 1 Minute. Was rede ich? 1 Minute 15. 15. Wer will, Pacing ein bisschen hochfahren. 5, 4, 3, 2, 1, Pause. Durchatmen. Holla die Waldfee. Versucht mal, wenn ihr nicht mehr könnt, ihr auch natürlich, nicht sitzen zu bleiben. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass, wenn der Puls oben war oder ist, dass er zu sehr und zu schnell absackt. Das ist so der Moment, wenn einem kalt um den Kopf wird, einem schwindelig wird. Das heißt, wenn ihr merkt, ihr könnt nicht mehr, bewegt euch locker, schüttelt die Arme aus. Sorgt dafür, dass, boah, das Reden ist das Schlimmste. Sorgt dafür, dass der Puls langsam wieder runterkommt, aber kontrolliert. Ist der erstmal im Keller, müsst ihr mit Schokolade versorgt werden. Sag's mal. So, die Minute Pause ist zur Hälfte um. Sprich, noch 30 bzw. 25 Sekunden. Gleiches Spiel jetzt. Ihr kennt jetzt quasi alle Übungen. Jetzt könnt ihr selbst entscheiden, vielleicht bei den Sit-Ups, ob ihr das Tempo ein bisschen erhöht. Und ihr wisst auch, wie sich die Burpees anfühlen. Vielleicht gehen die Burpees ja ein bisschen schneller. Und ihr wisst auch, wie sich die Beine anfühlen. Kommen wir zur zweiten Runde. Lunges, Air Squats. 2, 1, Suche abarbeiten. Knie berührt den Boden. Genau, versucht mal, wenn ihr runtergeht, trotzdem aufrecht zu bleiben. Und richtig in die Hocke. Genau. Und wenn die Oberschenkel brennen, versucht mal mehr den Hintern einzusetzen. Genau. Also Hüfte strecken. Läuft natürlich trotzdem über den Oberschenkel. Yes. Ja, und weich arbeiten, genau. 15 Sekunden noch. Komm, ganz runter. Dann mach langsamer, aber ganz runter bitte.
Gleich geschafft. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Pause. 15 Sekunden. Alles gut? Was sagen die Knie? Ja? Alles gut? 5 Sekunden. Dann geht's in die Sit-Ups. Die sind nicht so schlimm. Das ist eure Pause. Feuer! Sobald ihr merkt, der Hüftbeuger oder vor allem der Bauch kann nicht mehr, arbeitet mit den Armen. Wenn das nicht mehr geht und ihr habt zu Hause irgendwie einen schweren Gegenstand, dann macht es das sogar leichter, den Gegenstand in den Händen zu halten. Keine Ahnung, Pfiffi, irgendein Hund mit Schwung, ihr kommt leichter hoch. Genau. Noch 30. 10 noch. 30 war Quatsch, es waren 30 um. Und weiter, 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 weiter. 3, 2, 1. Durchatmen. Alles gut? Push-ups. Wer merkt, die waren hart, kann auch direkt auf die Knie gehen und dann das Tempo erhöhen. Hauptsache, mir ist wichtig, enge Ellenbogen. 2, 1, go. Pause, wenn ihr wollt, oben. Oben könnt ihr verweilen, genau. Ich habe gehört, Henrik Senf macht davon 60 in der Minute. Genau, ne? Auch für euch, Ellenbogen gestreckt, ist für euch eine Pause. Ihr habt trotzdem Spannung auf dem Core. Brustbein berührt immer den Boden. 20 Sekunden noch. 15 Sekunden noch. Ganz runter mit dem Brustbein bitte. 10, 5, 4, 3, sauber, 2, 1, durchatmen. Das Witzige an der Reihenfolge ist, man freut sich über Burpees. Also bis die Burpees anfangen. Alle ready? 3, 2, 1, Feuer frei. Füße breit, Brustbein berührt immer den Boden. Jawohl, Hüfte strecken. Ne, ihr seid immer dann fertig, wenn die Hüfte gestreckt ist und ihr euch aufrichten könnt. Ja. Sehr gut. Noch 15 Sekunden. Danach wieder 1 Minute 15 Pause. Ein guter Moment, um das Pacing zu erhöhen. Komm. 3, 2, 1 und Pause. Yes. 1 Minute Rest und die 15 Sekunden von jetzt. Wenn das alles nicht reicht, dann kann ich mal versuchen, währenddessen die ganze Zeit zu sprechen. Hey. Okay, wir haben Zeit. Was fällt euch am schwersten? Oder am leichtesten? Ja, ne? Lunges, ne? Ja, es ist. Da ist die Lunges sind halt am Anfang ein riesen Muskel. Die verbrennen halt viel Sauerstoff. Und wenn da erstmal Laktat gebildet wird, dann findet der Rest des Körpers das auch nicht so richtig witzig. Wir könnten die Lunges natürlich auch am Ende machen. Aber dann müssen wir am Anfang die Burpees machen. Das macht auch keinen Sinn. 20 Sekunden. Dann geht's weiter in die dritte Runde. Jetzt seid ihr drin. Jetzt easy. Denkt nochmal dran, ne? Ich verteile ab jetzt No Reps. Wirklich, Brustbein berührt den Boden. Atmen runterbringen. 4, 3, 2, 1. Dann, genau. Zip. Zip. Genau. Aus der Hüfte. Hüfte immer ganz strecken. Es mag anstrengender sein, aber bringt Zeit. Jedes Mal locker eine hundertstel Sekunde. Knie gerne absetzen. Ihr habt wahrscheinlich eine Matte drunter. Legt da ein Kissen hin, das geht auch. Jawohl, komm, durchhalten, durchhalten, durchhalten. 20 Sekunden noch, die gehen immer. Die gehen immer, genau. Yes. Knie absetzen. 10 Sekunden.
5, 3, 1. Ich fange mal, ich höre mal ein bisschen früh auf. Pause. 15 Sekunden Rest. Ist schon die dritte Runde. Freut euch mal auf die letzte. Freut ihr euch mal auf die letzte. Das ist CrossFit, herzlich willkommen. Next, genau. Ab in die Burpees. Die sind so easy, da könnt ihr das Tempo ruhig ein bisschen erhöhen. Das heißt, stoßt euch mal hier wieder zurück ab. Nicht nur Sutsche abarbeiten. Wow, auf geht's, komm. Yes. Jo. Genau. Ganz nach vorne, Boden berühren. Füße geht auch. Im Grunde geht es nur um den Impuls. Das heißt, wenn ihr zu Hause vielleicht nicht ganz hoch kommt, berührt die Waden. Knie. Es geht nur um den Impuls, wie weit ihr kommt. Ich habe auch Probleme, ganz nach vorne zu kommen, weil Klauze im Weg ist. Aber es geht. Und Rest. Push-ups. Leider ein bisschen überzogen in der letzten Runde, deswegen kürzere Pause. Prinzip ist klar. Überlegt euch, ob ihr auf die Knie geht. Genau. 2, 1. Aus beim Rücken im Boden. Jawohl, oben durchhaben, durchhaben. Und dann wieder runter. Bams. Ihr könnt doch gerne ein bisschen bouncen. Das heißt, so ein bisschen das Momentum abwarten und wieder hochkommen. Ja, was ihr auch machen könnt, wenn ihr nicht mehr könnt, ist das. Oder eben, wenn ihr nicht mehr könnt, habe ich ja schon mal gesagt, Knie absetzen, ist auch viel leichter. Ja, noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, Pause. Holla, die Waldfee. Sind noch alle dabei? Das wusste ich zu gerne mal. Andersrum eine Kamera, wenn man ganz nötig, um zu gucken, wer alles früher Feierabend macht. Burpees. Wie gesagt, ihr könnt euch einfach hinlegen, ihr könnt auch fallen. Hauptsache, ihr kommt wieder hoch. 2, 1, go. Vorletzte Runde. Da kann man schon mal ein bisschen ballern. Genau. Sehr schön. Yes. Ihr müsst gar nicht so hoch springen. Kurzer Hüpfer reicht mir total. Und um mich geht's ja. 5, 4, 3, 2, komm, ein noch. Und weg. Pause. Letzte Runde. Oder letzte Pause. Einmal noch. Versucht jetzt mal wirklich Vollgas zu geben. Ihr braucht die Beine nur 45 Sekunden. Okay? Okay. Wenn ihr merkt, dass euch die Lunge schwer fallen, ich bin ja nett, dann bleibt ihr nur bei Air Squats. Bevor ihr dazu langsam werdet, Air Squats. Aber die müssen knallen. Also nur noch diese Bewegung. Okay? Jetzt am Ende den Puls nochmal richtig hochschießen. Luft okay? Mehr Luft oder mehr Kraft? Das würde mich mal interessieren. Okay. Bei euch? Also bei mir leider beides. Ein bisschen Rücken. Plötzlich halt. War ein Spaß für die Zeit. 20 Sekunden. Alles ist easy. Jetzt merkt ihr schon, ne? Kurz bevor es weitergeht, denkt man so, okay, es könnte jetzt langsam auch weitergehen. In 15 Sekunden sind wir schlauer. Denn in 5 Sekunden geht's weiter. Komm, nochmal richtig ballern. 2, 1, go. Lunge, Lunge, genau. Oder Squats. Aber dann ganz runter. Genau, danke. Genau, ne? Wer die Lunge nicht mehr hinkriegt oder es im Knie wehtut, hier. Hoppla. Ganz normale Air Squats, also nur diese Bewegung. Brennt mindestens genauso. Irgendwann. 20 sind um. Yes. Jawohl, wenn ihr runter geht, bleibt schön auf der Ferse, nicht zu sehr auf die Zehenspitzen rutschen. Und ganz tief. Wenn euch jemand sagt, bei Squats nie weiter runter als das Knie,
nicht zuhören, machen. 2, 1, Rest. Ja. Sit-ups, das waren die einfachen. Das, was jeder kann. Wie gesagt, achtet auf euer Steißbein. Wenn es zu sehr weh tut, könnt ihr euch was in den unteren Rücken legen. Das ist natürlich super von mir, dass ich einen Tipp ganz am Ende bringe. 2, 1, go, komm. Feuer, dafür schnell. Klar. Stoßt euch auch zurück, also nicht nur schnell hoch, sondern auch schnell runter. Genau. Schön nach vorne, anticken. Gut. 15 Sekunden noch. Noch 10. Die letzten Sit-ups. 5, 4, 3, 2, 1. Lösen. Pause. Langsam in die Push-Up-Position. Liegestützposition. Denkt dran, Ellenbogen eingedreht. Wandern nach hinten. Arme lockern. 2, 1. Auf geht's. Komm, gebt nochmal alles. Ganz strecken die Ellbogen. Genau, geh auf die Knie, ist überhaupt gar kein Problem. Die vierte Runde, da kann man schon mal langsam müde werden. Genau. Brustbein berührt den Boden, Ellbogen sind ganz gestreckt. Noch 20 Sekunden. Komm Leute, auch da draußen. Komm, ist gleich geschafft, die letzten Push-Ups. 10. Yep. 5, 4, 3, 2, 1, weg. Burpees. Okay. Alles gut? Achtet bei den Burpees ein bisschen drauf. Vor allem hier zu Hause, die hier sind richtig fit. Wenn ihr runtergeht, die Kette ist jetzt, ich will nicht sagen tot, aber sehr müde. Nicht, dass ihr aufs Gesicht fallt. Ready? 2, 1, go. Überraschung, das Ganze machen wir durchgehend 60 Sekunden. Wir sind dann durch. Okay? Also 60 Sekunden, keine 45. Endspurt. Noch 40. Komm, Endspurt, gib alles. Muss gar nicht mehr gut aussehen. Alles, was man maximal schnell macht, sieht verwackelt aus. Ist egal. 20 Sekunden. Komm, Tempo. Schnell wieder runter. Nicht nachdenken. Mach 10 Sekunden. Gleich geschafft. 5, 4, 3, 2, 1. Durchatmen. Kurz lösen. Das war die letzte Runde. Hatte ich ja gesagt. War gelogen. Wir machen noch eine. Ja. Ja. Davon längere Pause. Aber eine Runde machen wir noch zusammen. Das heißt, ihr habt euch jetzt gerade in der letzten Runde hoffentlich verausgabt. Hab hoffentlich gerade gedacht, ey, die beiden Burpees, egal, die mache ich auch noch. Und seid jetzt ziemlich dicht dran an der Grenze. Das heißt, da, wo ihr nicht mehr könnt. Und da gibt es sicherlich auch andere tolle Sportarten. Beginnt dieses CrossFit. Der Moment, wenn du nicht mehr kannst, dann noch mal das machen, was du eh schon gemacht hast. Ja, ihr habt keine Lust, ihr seid müde, aber jetzt noch mal eine Wiederholung oben drauf. 4x 45 Sekunden. Am Ende werdet ihr überleben. Ihr auch. Okay? Und danach werdet ihr sagen, dieser extra Intervall, ja, geil. Okay? Atmet kurz durch. Die Pause gebe ich euch trotzdem. Sagen wir noch, ich bin so netter, ne? 45 Sekunden Rest. Ich sag dann gleich Bescheid. Und dann nochmal eskalieren. Ruht euch mal nicht darauf aus, dass ihr schon kaputt seid. Sind die alle kaputt.
Ich übrigens auch. Ich hatte angekündigt, dass ich nicht so sehr schwitze. Es ist aber auch warm. Aber ich habe schon die Kacke gehauen. Okay, seid ihr bereit? 20 Sekunden. Auch da könnt ihr Air-Squats machen. Hauptsache ihr bewegt es. Ne? Eure Beine sind voll mit Laktat. Ist uns egal. Bis morgen ist es weg, versprochen. Ja? Okay. Ich wette, da draußen nicken jetzt alle. Oder sitzen auf der Couch. 2, 1, ich schwör's, die letzte Runde. Bam's. Aber durcharbeiten, genau. Ganz runter am Hintern. Genau. Ehrenwort, die letzte Runde. Gar nicht strecken. Noch 20 Sekunden. Dann lassen die Beine durch. Yes. Ganz runter mit dem Hintern. Das dauert ein bisschen länger. Nutzt den ganzen Weg. 4, 3, 2, 1, 15 Sekunden Rest. Heute keine Beine mehr. Ehrenwort. Sit-ups. Das war die Übung zum Durchatmen. Denkt dran, nach vorne geht super. Stoßt euch nach hinten ab. Ready? Go. Ups. Yes. Wer zwischendurch pausiert hat, kann übrigens jetzt auch wieder mit ansteigen und dann behaupten, er hätte die fünfte Runde mitgemacht. Jawohl. 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, Pause. Liegestützposition. Auf die Knie. Stützt euch am besten, während ihr wartet, noch nicht ab. Und damit ermüdet ihr nur das, was ihr gleich haben wollt. Aufrichten, 4 Sekunden, Zeit rennen. Außer die Pause vergeht immer schnell. 2, 1, Feuer frei. Die letzten Liegestütz. Brustbein ganz runter. Ja. Seid ehrlich zu euch selbst. Ne? Das hier ist cool, aber damit erreicht ihr einfach mehr. Und wenn ihr dann 10 Wiederholungen am Ende weniger macht, habt ihr wissen, die Wiederholungen, die ihr machen sollt, gut gemacht. 15 Sekunden noch, komm. Gleich geschafft. 5, 4, komm runter, runter. 3, noch. 2, 1 und weg. Auch jetzt, letzte kleine Änderung. Burpees, ich sag, was losgeht. Wie lange wir brauchen, ist mir egal. 20 Burpees. Ich war zusammen. Okay? In meinem Tempo, ist das fair? Nee, wir machen mein Spaß. Jeder 20 Burpees. Nicht um die Wette. Okay? Anders. So viele Burpees, bis ich 20 habe. Und jeder knallt durch. Okay? Ready? Feuer. Ganz strecken, nicht abkürzen. Zehn. Ich muss noch 6. Ja, weiter, komm. 4 noch, 3 noch, 2 noch und Feierabend. Vielen Dank. Tage, diese Burpees, Wahnsinn. Chapeau, 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 Chapeau an euch. Sagt mir, warum sind Burpees das Nonplusultra auch im Crossfit?
Warum ist das immer dabei? Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Also du beanspruchst alles und der ganze Körper muss ja gleichzeitig mit Sauerstoff versorgt werden. Also oben, Beine, Hintern, also alles halt. Und ich glaube, das braucht dem Rest so ein bisschen Sauerstoff. Unter anderem auch dem Kopf, leider, merkt man gerade. Naja. Aber ihr habt es super gemacht. Vielen lieben Dank an euch. Ja, vielen Dank. Danke, dass du uns geknechtet hast. Schön, dass du dir die Burpees zum Schluss aufgehoben hast. Ich hoffe, ihr hattet auch ganz viel Spaß. Ich sage ganz lieben Dank. Ich hoffe, du bist im nächsten Jahr wieder mit dabei. Sehr gern. Und wir machen weiter. Alles klar. Luise, schön, dass du da bist. Du gibst neurozentriertes Personal Training. Sag mir, was ist das? Was machst du? Ich glaube, das fragen sich relativ viele tatsächlich. Neurozentriertes Training heißt im Endeffekt nichts anderes als ein gehirnbasiertes Training. Das heißt, ich schaue mir Bewegungen und Schmerzen nicht mehr nur aus der biomechanischen Sparte quasi an, sondern sage wirklich, okay, Bewegung und Schmerz entsteht im Gehirn und da setzt das Training dann auch an. Heißt, wenn ich jetzt eine Personal Trainingstunde bei dir habe, packe ich jetzt nicht meine Sportklamotten ein oder, stelle mich auf ein knallhartes Training ein. Was machst du genau? Wenn wir jetzt eine Stunde hätten, was erwartet mich dann? Das ist das Schöne daran, es kann dich tatsächlich alles erwarten, je nachdem, was deine Erwartungshaltung ist. Also ich habe tatsächlich Leute, die kommen zu mir, weil sie Schmerzen haben. Da steht natürlich das Schmerztopic im Mittelpunkt. Das heißt, man will dann Schmerzen reduzieren. Dann kommt man trotzdem hoffentlich in Sportsachen, weil es trotzdem anstrengend werden wird. Ich habe aber auch Leute, die sagen, okay, sie wollen ihre Leistung optimieren im Sinne von ihren kognitiven Fähigkeiten. Sprich, die Managerin, die sagt, okay, sie will leistungsfähiger sein, sie möchte mehr Konzentration haben, sie möchte quasi mehr aus ihrer Arbeitszeit herausbringen und trotzdem diese Work-Life-Balance noch unter einen Hut bekommen können. Ich habe aber auch Sportler, die sagen, sie wollen noch schneller werden, die möchten in gewissen Trainingsabläufen oder Spielabläufen noch schneller in die Koordination reinkommen. Also Bewegung, Schmerz entsteht im Gehirn, das heißt, dem Trainingsansatz im sicheren Modus quasi steht nichts im Wege, egal was du verbessern möchtest, du bist quasi bei einer neurozentrierten Trainerin genau richtig. Okay, um das nochmal ein bisschen haptischer für uns zu machen, ich komme jetzt zu dir in eine Therapiestunde und sage, ich möchte schneller werden in dem, was ich tue. Running beispielsweise. Ja. Was machen wir dann? Dann gucken wir uns erstmal an, was macht deine Körperhaltung, was macht deine Atmung? Ist dein Körper überhaupt in der Lage, wirklich schnelle Bewegungen ausführen zu können? Weil im Endeffekt dein Hirn überprüft ja jede Situation, ob sie sicher ist. Wenn sich dein Hirn gar nicht sicher fühlt, dann kannst du ganz viel Techniktraining machen, dann kannst du ganz viel Krafttraining machen, dann kannst du ganz viel Ausdauertraining machen. Dein Nervensystem, dein Körper wird aber die Schnelligkeit quasi nie auf die Straße bringen, wird es nie übertragen können. Das heißt, wir fangen an, mit deiner Atmung zu arbeiten. Wir fangen vielleicht bei der Beckenstellung an, zu sagen, okay, ist das alles in Ordnung? Wir schauen uns aber auch unterschiedliche Gehirnbereiche an. Ist dein Hirn überhaupt in der Lage, die Koordination, die Abläufe, das Gleichgewicht zu halten und schauen dann, wo hast du Defizite, also wo sind quasi noch Verbesserungsmöglichkeiten und arbeiten dann ganz dezidiert unterschiedliche Bereiche auf. Super, super spannende Sache. Warum ist es bislang bei uns in Deutschland noch nicht so populär? Ein Kollege von dir, der hat unsere Weltmeister-Fußballmannschaft mitbetreut. Warum kennen das so viele von uns Fitnessbegeisterten, Fitnessverrückten noch gar nicht so? Ich glaube, wie bei allen Sachen, es dauert eine Weile, bis es sich aus der Wissenschaft quasi in die breite Masse überträgt. Mittlerweile ist es angekommen, zumindest im Spitzensport, also sowohl die, genau was du schon gesagt hast, Fußballnationalmannschaft hat zum Teil damit trainiert. Es gibt unterschiedliche Leichtathleten, also in unterschiedlichen Sportarten, gerade auch im Wintersport ist es schon relativ verbreitet. Aber bis sich Trends wirklich durchsetzen, auf eine breite Masse übertragen, dauert es eine Weile. Und man muss halt tatsächlich einfach fairerweise sagen, es bedarf viel Energie, also man muss selber tatsächlich viel machen. Das Nervensystem reagiert zwar sofort, es braucht aber eine kontinuierliche Wiederholung und das muss man bereit sein, tatsächlich zu machen. Deswegen ist es meiner Meinung nach vielleicht zurzeit auch eher im Einzelsport und noch nicht so ganz im Teamsport angekommen. Mhm. Und gerade noch bei extremen Leistungssportlern und bis das genau auf unsere breite Masse der Freizeit- und Hobbysportler runtergebrochen hat, dauert es vielleicht noch ein bisschen. Aber es ist toll, dass es sowas gibt. Wir haben auch wieder viele Leserfragen heute bekommen und da würde ich gerne deine Meinung zu hören. Wir haben eine Frage bekommen und die lautet, ich habe Verdauungsprobleme, generell keinen guten Stoffwechsel und schlafe häufig schlecht. Außerdem bin ich oft angespannt und habe das Gefühl, nicht frei genug atmen zu können. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang und was könnte ich dagegen tun?
Das ist tatsächlich so ein Klassiker, was man relativ häufig sowohl mit Patienten als auch mit Klienten hat, dass man sagt, okay, genau diese Leistungsfähigkeit ist nicht so richtig da, ich schlafe schlecht, die Verdauung ist nicht ganz so gut. Thema Nummer eins, Atmung, weil wenn der Brustkorb, wenn Rippenbogen quasi relativ viel unter Spannung sind, dann findet keine gleichmäßige Anspannung, also Aktivierung der Muskulatur statt und gleichzeitig keine Entspannung der Muskulatur. Das heißt, dein ganze Sauerstoff, der ganze Metabolismus ist eingeschränkt. Gleichzeitig hat man, um auf die Verdauungsthematik einzugehen, aber auch weniger Druck, B- und Entlastung auf die ganzen Organe, weil wenn du dir vorstellst, deine Atmung findet nur ganz flach hier oben im Brustkorb statt, aber eine Ausbreitung vom Rippenbogen und vom Bauchraum ist gar nicht mehr vorhanden, dann hat es natürlich einen Einfluss aufs Verdauungssystem, damit wieder auf den Vagusnerv, also das ist ein Nerv, der quasi herumwandert vom Gehirn übers Rückenmark bis in den Bauchraum, ganz viel Information aus dem Bauchraum sammelt, ans Gehirn schickt und das Hirn sagt dann, ah okay, sind die Daten, die ich bekomme, okay oder sind die nicht okay? Kriegt man aber wenige Informationen, weil die Atmung sehr, sehr flach ist, was bei vielen Leuten, die viel sitzen, die viel Stress sind, die sich relativ entweder einseitig bewegen, also nur Lauftraining machen beispielsweise oder sich nur mal auf den Cross-Trainer stellen, aber in der Dreidimensionalität gar nicht mehr sind, die Einschränkungen sind. Das heißt, ja, es gibt den Zusammenhang. Ich würde anfangen, tatsächlich mit Atmung, auch mit Bauchatmung, mit unterschiedlichen Atemtechniken zu trainieren und dann zu schauen, wie man die sportartspezifisch, beziehungsweise wenn es jetzt kein Sportler ist, sondern eher alltagsspezifisch quasi dann einbauen kann. Also Atmung spüren wir, ne, ist das große Thema. Hast du eine Übung, die wir jetzt gemeinsam hier kurz mal austesten können? Atmung, ich glaube, ich bin da auch so ein Patient, der nicht gut atmet. Gibt es irgendwas, was du uns jetzt mal kurz auf den Weg geben könntest, was wir machen können zu Hause? Ja, auf jeden Fall. Also ein Klassiker beispielsweise, den ich relativ häufig mache, gerade auch bürotauglich, wenn man jetzt sagt, okay, man ist im Bürooutfit und kann jetzt nicht wahnsinnig viel experimentieren, dann setzt man sich einmal aufrecht hin. Mhm. Lange Wirbelsäule, atmest durch die Nase maximal ein, hältst jetzt die Luft an und versuchst durch die zugehaltene Nase noch maximal weiter Luft einzuziehen. Es kommt keine Luft mehr durch den Mund, es kommt keine Luft mehr durch die Nase und du versuchst deinen Brustkorb und deinen Rippenbogen gleichmäßig aufzuweiten. Nimmst gleichmäßige tiefe Atemzüge, so oft du kannst, so tief du kannst. Wirbelsäule bleibt aufrecht und gerade. Man kann nicht ausatmen durch den Mund. Wollte ich gerade sagen. Oh, ich sticke gleich. Dann wieder locker lassen. Reicht schon. Nimm nochmal ein, zwei normale Atemzüge durch die Nase. Und dann machst du das Ganze nochmal. Atmest wieder maximal durch die Nase ein. Mund bleibt geschlossen. Nase zuhalten. Maximal durch geschlossene Nase einhalten. Stell dir vor, dein Brustkorb, dein Rippenbogen wird geweitet. Konzentriere dich auch auf die Rückseite. Versuch, deinen Rippenbogen zwischen den Schulterblättern zu weiten. Und da Platz reinzubringen. Versuch gleichmäßige tiefe Atemzüge zu nehmen gegen diese blockierte Einatmung. Mund bleibt geschlossen. Da merkt man, du bist ziemlich fit. Du hältst relativ lange aus. Das werden viele wahrscheinlich, die zugucken, nicht schaffen. Wenn du nicht mehr kannst, lässt du locker und atmest entspannt durch die Nase wieder ein und aus und lässt locker. Das ist blockierte Einatmung. Super simpel. Ich habe gerade gedacht, ich ersticke, aber okay. Aber irgendwann darf ich genau ausatmen durch die Nase. Okay. Oh, okay, aber krass, man merkt, also ja. Jetzt mein persönliches Empfinden nur mal ganz kurz an euch da draußen. Ich hoffe, ihr macht das auch fleißig mit. Es geht noch was. Also man hat schon das Gefühl, es kann sich was, vielleicht war es jetzt auch in meinem Kopf, weiten so innerlich. Atemzugvolumen wird dadurch verbessert, der ganze Metabolismus wird dadurch verbessert. Es ist eine relativ simple, einfache Übung, die einen Soforteffekt hat, weil du natürlich ganz andere Hirnareale beanspruchst, wenn du erstmal sagst, okay, ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht mehr einatmen. Du hast zuerst eine Stressreaktion, der Körper merkt aber relativ schnell, ah, okay, du kannst es selber kontrollieren, da geht noch was. Also auch wieder da auf Leistungsfähigkeit, auf kognitive Fähigkeiten, auf mentale Stärke, auf mentale Performance, also all diese Hashtags, all diese Topics kann man damit tatsächlich super gut nochmal ansteuern und verbessern, um zu sagen, ah ja, okay, mit wenig Aufwand, das hat jetzt keine Minute gedauert, hast du einen sofortigen Effekt. Wie oft mache ich das dann am besten? Maximal 3 Wiederholungen am Anfang, weil wir spielen mit der Sauerstoffsättigung. Nicht, bitte dass wir nachher umklappen im Büro. Ja, okay, erstmal im Sitzen anfangen. Und dann kann man das aber tatsächlich 5-6 Mal am Tag zwischendurch immer machen, statt aktiven Pausen, die relativ schwierig in die meisten Berufsalltage einzubauen sind, ist das meiner Meinung nach die einfachste Möglichkeit. Easy, easy im Büro, da gibt es keine Ausrede. Luisa, eine Frage haben wir noch und zwar von Luisa aus Fulda, die möchte genau das hier von dir wissen. Ich bin Luisa aus Fulda und meine Frage an den Experten ist, was ich gegen anbahnende Kopfschmerzen machen kann. Ich versuche mich meistens dann selbst im Nacken- und Schulterbereich zu massieren oder versuche mich mit der Black Roll auszurollen, das klappt aber meistens nicht. Was kann ich denn alternativ dagegen machen? Genau, also auch das ein sehr, sehr häufiges Bild, quasi zu sagen, Kopf- und Nackenschmerzen nach langem Sitzen. Da ist wieder die Frage, okay,
gerade in aktueller Situation, wo viele im Homeoffice sind, vielleicht nicht die perfekten Rahmenbedingungen haben für einen Arbeitsplatz, aber auch sonst, dass man einfach darauf achtet, in welcher Körperhaltung kommen die Kopfschmerzen? Sind das eher frontale? Also tut das eher vorne an der Stirn weh? Tut das eher an der Seite weh? Tut das eher hinten weh? Auch hier Thema Nummer eins ist wieder Mobilisierung. Das Nervensystem, der Körper braucht Bewegung. Sprich, wie gut kann ich meine Halswirbelsäule bewegen? Wie gut kann ich die Brustwirbelsäule bewegen? Einfaches Kopfnicken, Ja-Sager, Nein-Sager kennt man, glaube ich, tatsächlich teilweise auch noch früher aus der Schule und aus dem Schulsport. Brustwirbelsäule zu mobilisieren, in die Beugung, in die Streckung zu gehen. Die meisten sitzen vorm Rechner in der Haltung. Das heißt, hier ist Fokus auf die Streckung, also auf die Extension der Brustwirbelsäule in Kombination mit Rotationsbewegungen. Griff zur Tablette wäre meiner Meinung nach die allerletzte Variante, auch da wieder zu gucken über Atmung. Was kann man mit Atmung machen? Sitzt man den ganzen Tag in der Körperhaltung, ist die Atmung wahrscheinlich wieder relativ flach, relativ wenig Mobilisierung in dem ganzen Brustkorbbereich, im ganzen Chorbereich. Und dann Riesenthema meiner Meinung nach Augen, weil wenn man den ganzen Tag auf dem Laptop guckt oder auf dem Bildschirm, sind die Augenfolgebewegungen meistens begrenzt auf diese Bewegung. Der Mensch ist aber nun mal darauf ausgelegt, viele Blicksprünge von nah zu fern zu machen, von rechts nach links. Also wo kann ich meine Augen wirklich bewegen? Einfacher Trick da, wenn man merkt, okay, der Kopfschmerz kommt tatsächlich auch so ein bisschen über die Augen, setzt sich frontal so an der Stirn ein bisschen weg. Palming, sprich Handflächen nehmen, mit leichtem Druck auf die Augen ausüben. Wichtig, nur einen ganz, ganz leichten Druck, weil damit gibst du quasi automatisch Input auf die Augenmuskulatur, die ja genauso verspannen kann wie Bizeps oder Bauchmuskel oder Gesäßmuskulatur und tatsächlich einfach die Informationen erstmal minimieren, weil im Gehirn werden 80% der Daten, die verarbeitet werden, kommen über die Augen. Das heißt, wenn man hier quasi eine kleine Art Reset macht, ist das die einfachste Möglichkeit. Super spannende, ja, spannende Sachen. Neurozentriertes Personal Training. Ich glaube, das wird der neue Trend. Luise, wir können auch heute wieder noch viel länger sprechen. Danke auf jeden Fall, dass du da warst. Ich glaube, das Thema wird uns noch viel, viel länger beschäftigen. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Atmen, ne? Atmen, nicht vergessen, ordentliches Atmen. Damit war es das auch schon wieder von uns. Ich sage danke fürs Zuschauen. Cool, dass ihr mit dabei seid. Auf bald und ganz viel Kraft.